Das ist er. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie episch dieser Kuchen schmeckt. Absolute Revolution in der Küche. Heute zeige ich dir einen Kuchen, der komplett ohne Zucker auskommt, komplett ohne irgendwelches Fett, Margarine, so ein Zeug, sondern der urgesund ist, nur natürliche Zutaten enthält und mit meinen Genen aus der Backstube, ich bin in der Backstube aufgewachsen, zusammen mit meiner modernen Ausrichtung zu einer gesunden Ernährung, kommt das da heute zu etwas zusammen, was du so noch nie gesehen hast und was geil schmeckt. Ein richtig gesunder, vollwertiger Kuchen, der absolut gesund ist. Der nicht, wo du sagst, oh, kann ich nur ein Stück essen, sowas. Da kannst du reinklotzen und der ist trotzdem süß und der ist einfach nur richtig geil. Der ist vollwertig, der hat, wenn du ein Blech machst, hat die alle Nährstoffe, die du am Tag brauchst. Der hat fast alle Nährstoffe, kommen wir noch zur Nährstoffanalyse am Ende sicherlich. Und ja, eine super Omega-3 zu Omega-6 Verteilung. Hat ein super Makronährstoffprofil, also das heißt sehr, sehr viele Kohlenhydrate, ausreichend Fette und dann eben auch noch Proteine. Das Ding ist einfach der perfekte Kuchen und ist ganz einfach gemacht. Ja, ich wünsche dir viel Spaß und vegan natürlich, logisch. Achso, das wird ein Kirschkuchen, das kann natürlich auch ein Pflaumenkuchen werden oder sonst irgendwas. Also es ist ein richtig geiler Kuchen mit Streuseln, mit Pudding und ja, mit Früchten. Also ein richtig schöner Blechkuchen einfach. Im Endeffekt ist es dann so ein Blech voll. Genau. Und das ist ein normales Backblech. Als erstes nehmen wir 300 Milliliter warmes Wasser und bröseln ein so ein Hefestück da rein. Und das lassen wir jetzt aufweichen, beziehungsweise ihr könnt es auch beschleunigen, indem ihr ein bisschen rumrührt. Aber lasst das einfach mal so 5 Minuten ein bisschen einweichen, dann rührt rum und dann habt ihr erstmal das Hefewasser. So, wer das da hinten sieht, nehmt ihr 800 Gramm Vollkornmehl. Wir arbeiten nur mit reinem Vollkornmehl. Wir haben keinen Zusatz oder sonst was. Reines Vollkornmehl. Wir nehmen auch kein Backpulver oder Natron oder sowas. Wir haben unsere Hefe, die ist wunderbar. Und genau, einfach 800 Gramm Vollkorn-Dinkelmehl in dem Fall jetzt hier. Und weil Dinkel ist noch ein bisschen ungezüchtetere Sorte, empfehle ich, je nach Geschmack, könnt ihr machen. Dazu ein Teelöffel Salz. Also 800 Gramm Vollkornmehl, ein Teelöffel Salz und das dann verrühren, das Salz mit dem Mehl. Und wenn ihr das Salz mit dem Mehl verrührt habt, dann wackelt ein bisschen, dass das gerade wird. Und dann macht ihr in der Mitte hier eine Kuhle. Das heißt, streicht das alles so ein bisschen zur Seite. Und er geht nicht ganz bis auf den Grund von dem Mehl. Vielleicht so, ja, 1-2 cm drüber. Ist nicht so wichtig. Ne? Das Wichtige ist, dass ihr eine Kuhle macht, dass das letztlich dann so aussieht, dass ihr eine Kuhle habt. So, eure Hefe, die habt ihr dann komplett aufgelöst in dem Wasser. Wie gesagt, 5 Minuten. Also während ihr das Mehl hier gerührt habt und die Kuhle gemacht habt und dann noch ein bisschen gerührt habt, ist die Hefe aufgelöst. Und dieses Hefewasser, dieses warm, heiße Hefewasser, das schüttet ihr einfach in die Mitte hier rein. So. Und jetzt, das ist halt so ein bisschen handwerklich, aber könnt ihr nicht so viel falsch machen, rührt ihr ganz leicht und kratzt dabei immer vom Rand so ein bisschen was ab. So, dass halt ein bisschen Mehl mit reinkommt in diese Kuhle, aber dass das immer noch flüssig bleibt. Ja, könnt ihr ein bisschen experimentieren. Also es darf ruhig Mehl rein und soll auch Mehl rein. Aber das ist wie bei einer Pizza, bei seiner perfekten Pizza, habt vielleicht das Rezept gesehen, Luigi, die perfekte Pizza, wie die Italiener sie machen, so eine Art Vorteig, dass quasi die Proteine in dem Mehl sich schon mit der Hefe verbinden können und ja, dadurch halt dieser ganze Prozess des Aufgehens und des, also dieses Handwerkliche, dass der Teig letztlich an Volumen gewinnt und dass das alles so ist, wie man sich das vorstellt. Da ist der Vorteil da, dass man das eben als Vorteig macht, beziehungsweise hier einen Hefepilz ansetzt. Ja, und von der Konsistenz her ist es so, dass es immer noch flüssig sein muss. Ihr seht das ja jetzt hier. Und das Schöne ist, ihr müsst euch da nicht an irgendwelchen Grammzahlen oder sowas orientieren, sondern ihr macht immer ein bisschen mehr rein, bis das alles noch ordentlich schön flüssig wird. Der Bäcker nennt das früher Hefestück. Ihr merkt es jetzt ein bisschen, ne, von der Konsistenz. Und ihr könnt da nicht irgendwie wirklich was falsch machen. Also wenn ihr natürlich das ganze Mehl mit dem hier verrührt. Aber ansonsten könnt ihr nicht wirklich viel falsch machen. Tut noch ein bisschen Mehl rein, rührt ein bisschen. Habt ihr, ja, ein bisschen Mehl und ihr habt immer noch eine flüssige Konsistenz. Und am Ende tut ihr über das ein bisschen, also nehmt ein bisschen Mehl von der Seite
und streut das ein bisschen drüber. So. Und jetzt darf der Pilz wachsen. Und zwar gar nicht so lange. Wenn ihr eine normale warme Raumtemperatur in eurer Bude habt, dann, ja, dann ist es eine halbe Stunde gegangen. Einfach das hinstellen, ruhen lassen, Tuch drüber und halbe Stunde gehen lassen bei, sag ich mal, warmer Raumtemperatur. So, jeder, der Kuchen backt, weiß, das Blöde am Kuchen eigentlich ist dieser ganze Zucker und das Blöde am Kuchen ist dieses ganze Margarine-Fettzeug. Und ja, und das beides müssen wir natürlich komplett gesund ersetzen. Und ja, das machen wir. Zuerst machen wir jetzt unsere Fettmasse, die wir dann sowohl für die Streusel als auch für den Teig benutzen. Und da nimmt man herkömmlicherweise Margarine, aber machen wir natürlich nicht, oder Butter. Und ja, für das Rezept machen wir viel voll. Zeigt euch das. Wir nehmen 80 Gramm Leinsamen. Leinsamen halt Lieferant von Omega-3-Fettsäuren. Und dann nehmen wir nochmal 80 Gramm von Sonnenblumenkern. Vor allem Vitamin E und halt auch als geschmackliches Gegengewicht. Nicht nur für Omega-3 zu Omega-6 das zu balancen, sondern auch geschmacklich. Sonnenblumenkerne passt sehr gut zu Leinsamenkerne. Dazu eine sehr preiswerte, gute Kombination, regionale Lebensmittel perfekt. Also 160 Gramm Kerne, die wir jetzt haben. Samen. Und diese 160 Gramm Kerne tun wir einfach in den Mixer und dann geben wir dieselbe Menge an Wasser noch hinzu. Das heißt, 160 Gramm Wasser, 160 Gramm Wasser kommen jetzt auch in den Mixer dazu. Und das lasst ihr einfach jetzt mixen, bis alles schön sämig ist. Einfach den Mixer stellen und ab geht er. Die füllt ihr dann einfach ab, das ist dann quasi wie jetzt euer Vorrat an Margarine. Die Konsistenz sollte ungefähr so aussehen. Das heißt, wenn das bei euch nicht so aussieht, weil jeder Mixer ist ja ein bisschen anders, dann gebt entweder noch ein bisschen Wasser dazu oder mixt ein bisschen länger, je nachdem. Also das ist ungefähr die Konsistenz, die letztlich dann sein sollte. Wie so eine, so einfach so eine Paste. Kann sogar fast noch ein bisschen mit mehr Wasser. Also ja, also beim letzten Mal hat es geklappt. Da würde ich vielleicht sagen 160 Gramm Kerne und 200 Milliliter Wasser oder ein bisschen mehr. Ja, müsste dann, letztlich ist das nicht dramatisch, bei dem Teig müsst ihr dann einfach mehr Mehl machen, wenn ihr merkt, dass das dann irgendwie zu wässrig wird. Aber ihr könnt euch ungefähr merken, 160 Gramm Kerne und 160 Gramm Wasser und eventuell ein bisschen mehr Wasser, je nachdem wie schmal euer Mixer auch unten ist. Umso schmaler, umso besser ist das, weil sonst das klebt das dann oben und ja, und am Ende sollte das ungefähr die Konsistenz sein. Kommen wir nun zu unserem Zuckerersatz. Da nehmen wir natürlich einfach die vollen Früchte, das heißt mit allen Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, Aminosäure, alles. Wir nehmen keinen isolierten Zucker, auch keinen Rohrzucker oder sonst irgendwas. Wir nehmen einfach Früchte. Und ich nehme Datteln auf jeden Fall. Und ja, dann machen wir sozusagen unseren Zuckerersatz. Wir nehmen Datteln. Kleiner Trick, die Datteln sind ja immer entsteint. Nehmt bitte nur Datteln, die nicht irgendwie geölt sind oder so. Also einfach nur Datteln, nur das Produkt Datteln. Genau, dann legt ihr die quasi hin und... Es wäre jetzt nicht notwendig, weil wir die sowieso mixen, sie zu schneiden, aber einfach, weil oftmals ist ein Stein noch drin oder sowas, einfach für längs mal mit dem Messer ein bisschen durchgehen, ob es irgendwo Knack macht, nicht, dass da irgendwo noch vielleicht ein Stein drin ist, weil das kann euch durchaus den Kuchen ein bisschen versauen. Ihr könnt ihr auch einzeln prüfen, aber ich mache das so stichprobenartig und dann tue ich 500 Gramm von den Datteln, deswegen auch das Fett vorher ruhig rein, also könnt ihr drin lassen, das heißt, ihr müsst den Mixer nicht sauber machen. Nehmt einfach die 500 Gramm Datteln mit einem Liter Wasser, also einfach 1:2. Das ist quasi einfach nur unser Zuckerersatz. So, nachdem ihr das gemixt habt, tut das einfach in den Behälter, weil ihr braucht den Mixer dann für den Pudding. Und das Gute ist, auch jetzt müsst ihr den Mixer nicht auswaschen, weil der Pudding kann ruhig natürlich von dem Zuckerersatz was dabei haben. So, das heißt, wir haben jetzt einerseits unseren Zuckerersatz und andererseits unseren Fettersatz. Stellen wir beiseite. So, und dann machen wir noch unseren Pudding. Das ist quasi die dritte Sache, die wir noch brauchen. Und dann sind wir schon mehr oder weniger fast fertig. Wir nehmen wieder den Mixer, der noch ein bisschen was von unserem Zuckerersatz für den Dattel, von der Dattel-Wassermischung drin hatte. Und mixen dort drin, das habe ich jetzt leider nicht aufgenommen, ich habe dran gedacht aufzunehmen, 40 Gramm Mandeln und 800 Milliliter Wasser. Also 40 Gramm Mandeln, 800 Milliliter Wasser werden hier gemixt.
Und dazu macht ihr ein Achtel Teelöffel Salz. Ich sage einfach ein Achtel Teelöffel. Ich kann auch sagen, eine große Prise, aber ja, der eine oder andere kann nichts damit anfangen. Deswegen, es gibt so ein Viertel Teelöffel Messlöffel-Set. Kann ich absolut empfehlen, das Edelstahl. Ich verlinke euch das mal hier unten. Dieses Messlöffel-Set ist gigantisch. Auf jeden Fall ein Achtel, also einen halben Viertel Teelöffel Salz kommt dann rein zu den 800 Milliliter Wasser und 40 Gramm Mandeln, die ihr schön gemixt habt oder jetzt mixt. Ich habe es halt schon gemixt. Dann eine Vanilleschote komplett und 200 Gramm Stärke, Maisstärke. Viele sagen, das wird zu viel sein, weil das nachher sich nicht gut verarbeiten lässt. Aber macht einfach 200 Gramm Maisstärke. Das mixt ihr zusammen natürlich mit dem Zuckerersatz. Ah, der Teig, 30 Minuten. Also ihr habt gesehen, das passt auch fast ideal so von der Zeit. Ich habe noch erklärt, ein bisschen aufgenommen. Jetzt kommt auf jeden Fall noch von dem Zuckerersatz rein. 400 Gramm. So, 400 Gramm, das könnt ihr einfach so abmessen, wenn ihr euren Behälter irgendwo draufstellt. Dann seht ihr, okay, das sind ungefähr 1500. Das ist auch alles nicht so dramatisch. Das heißt, ich mache jetzt bis 1100 rein mit Zucker. Okay, ist jetzt ein bisschen mehr geworden, 50 Gramm mehr, aber das ist kein Problem. Zur Not kann man das immer mit ein Stück Mehl oder in dem Fall ein bisschen Stärke wieder auffüllen. So, und das alles jetzt zusammen, das mixt ihr jetzt nochmal herzhaft. Und jetzt kommt quasi die nächste handwerkliche Kunst, sage ich mal, aber so eine Kunst ist es gar nicht. Lasst euch nicht verunsichern, was jetzt passiert. Also, wir nehmen das ganze Gebräu und schütten das in den Topf rein. Das kriegt handwerklich noch jeder so halbwegs hin. Denn das ist im Endeffekt jetzt auch ein schönes Rezept für einen Pudding. Da fällt mir gerade ein, ich verfeinere jetzt meinen Pudding noch. Das müsst ihr nicht machen. Mache ich ein bisschen Tonkabohne rein. Nehmt nicht zu viel von der Tonkabohne. Das hat einen schönen Geschmack, aber im Übermaß ist es giftig. So, ihr schaltet das Gebräu an und dann rührt ihr einfach die ganze Zeit. Und ihr werdet ein bisschen merken, dass es unten sich das manchmal ein bisschen, so ein bisschen fester anfühlt, dass unten was anbacken will oder ankochen will. Und das tut ihr einfach weiter rumrühren. Da passiert nichts, das brennt auch nicht an, weil ihr habt das auf 100, 120 Grad oder 1000 Watt. Und genau, und irgendwann fängt es an zu kochen und dann könnt ihr das, nachdem das ein bisschen gekocht hat, vielleicht so ein paar Sekunden, könnt ihr das langsam auch dann von Herd nehmen. Guck mal, wie es aussieht. Da kocht noch nichts. Oh, da merkt ihr es schon sofort, wenn ihr mal ganz kurz geguckt habt, dass unten schon wieder ein bisschen fester wird. Lasst euch da nicht verunsichern, da brät nichts an und da bäckt auch nichts an. Ihr müsst halt nur die ganze Zeit rühren. Merkt doch, die ganze Sache wird immer schon ein bisschen fester. So, und langsam kommen wir dann auch zu der Phase, wo es dann irgendwann aufkochen sollte. Deswegen ist es wichtig, dass ihr Edelstahltopf nehmt und auch Edelstahllöffel, so dass da nicht irgendwelche Antihaftbeschichtung abgekratzt wird oder sowas. Das riecht schon richtig lecker. So, jetzt langsam merkt ihr schon, das wird hier richtig so ein Brei. Macht euch nicht verrückt, weil ihr denkt, oh, das sind Klumpen oder sowas. Da ist absolut keine Klumpen dann, weil ihr rührt das alles noch richtig sämig. Zumal ihr das ja alles schön fein gemixt habt, die Stärke und die... Und jetzt merkt ihr schon richtig, wie das hier richtig schön klumpig wird. Das ist genau richtig. So, und jetzt ist langsam der Punkt erreicht, wo es wahrscheinlich auch von selber kocht. Ich glaube, eine Blase habe ich schon gesehen. Ihr merkt, es richtig wird zum Brei. Jetzt schön weiter rühren. Genau, und da kommen die ersten Bläschen, ausschalten und dann noch weiter rühren. Und das wird jetzt automatisch immer noch durch die Restwärme ein richtig schöner Pudding. Beziehungsweise eine Puddingcreme. Nicht wirklich 100% ein Pudding. Rein von der Definition her, aber es ist eine Puddingcreme und die ist schön. Und dann auch richtig schön ein bisschen fester, damit wir auch das Obst drauf verteilen können. Und da ist einfach ein richtig geiler veganer Pudding. Und den stellt er weg. Und da haben wir dann sozusagen das dritte, der muss ein bisschen abkühlen, damit wir noch verarbeiten können. Da haben wir jetzt sozusagen unsere drei Sachen, die wir für den Kuchen brauchen. Neben dem Teig, den wir uns gleich angucken. Wir haben den Pudding, wir haben den Zucker und wir haben das Fett. So, dann schauen wir uns den Teig mal an. Ich habe wirklich tatsächlich nicht reingeguckt. Ich habe auch nicht geschummelt, in der Hoffnung. Also theoretisch müsste das Wasser jetzt so ein bisschen aufgegangen sein, sich so eine Art Pilz gebildet haben. Wir haben jetzt ungefähr 35 Minuten um. Schauen wir uns das mal an. Jo. Seht ihr? Hoffe, dass ihr das seht. Ist ein bisschen fluffiger geworden. Also der Pilz hat sich gebildet. Das ist ein gutes Zeichen, weil dann funktioniert alles. So, und jetzt macht ihr Folgendes. Ihr nehmt die Hälfte von eurem Fett, was ihr habt, macht das rein. Nehmt die Hälfte von dem Fett, macht ihr ungefähr 300 Gramm von eurem Zuckerersatz. Muss ja mal gucken jetzt gerade. 900 oder bis 600 ungefähr. So, also 300 von dem. Und das Ganze rührt jetzt zu dem Teig. Und ich werde jetzt rühren. Und der Teig muss am Ende ein richtig schöner Teig einfach sein. Wenn der zu feucht wird, also zu trocken kann er fast gar nicht werden, das
passiert nicht bei der Rezeptur. Wenn es zu feucht wird, das kann hin und wieder wirklich mal passieren, dann schüttet ihr einfach noch Mehl dran, dass ihr einen schönen Teig habt. Die Konsistenz, wie es dann aussieht, werdet ihr gleich sehen. Also einfach schön rühren jetzt alles. Wenn ihr natürlich eine Küchenmaschine habt, die das für euch übernimmt, wunderbar. Aber man will auch ein bisschen Muckis erhalten. So, der Teig ist jetzt fast in Ordnung, würde ich sagen. Also da ist ein bisschen noch klebrig. Das heißt, wenn ich den jetzt verarbeite mit der Hand, dann wird relativ viel bei mir kleben bleiben. Deswegen nehme ich einfach jetzt ein bisschen Mehl dazu. Ich tue schon mal ein bisschen Mehl aufs Backblech. Weil auf dem Backblech tue ich den Teig dann ausdrücken. Ich kann auch ruhig ordentlich Mehl drauf. So. Und wenn er dann nicht mehr so klebrig ist, dann könnt ihr dann anfangen, dann eben auch mit der Hand dann zu bearbeiten. Weil ansonsten bleibt das alles an der Hand kleben. Und ja, das macht zum einen nicht unbedingt Spaß und zum anderen ist die Verarbeitung dann auch nicht so einfach. Ja, so langsam passt das. Also wenn der Teig dann nicht mehr an euren Händen klebt, dann ist so die optimale Konsistenz erreicht, dass er dann schön, dass er nicht mehr mit irgendeinem Löffel oder so, sondern dass er dann wirklich schön mit den Händen den Teig bearbeiten können, ja, da kaum noch was kleben bleibt. Klar, wenn er mit dem Finger reinstecht, wird immer was kleben bleiben, aber es geht einfach darum, dass ihr, wie ihr seht, jetzt hier einfach das gut handhaben könnt und ähnlich wie beim Pizza oder beim Brot, kennt ihr die Technik von meinen anderen Videos vielleicht, immer umklappen, draufdrücken, drehen, umklappen, draufdrücken. Aber das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, ne? Also man macht da jetzt keine Wissenschaft draus. Das ist was Schönes, hat auch ein bisschen was Meditatives, so ein Teig. Kennt ihr auch diese Stressbälle? Das sind auch die, wo man so reinknautscht. Also langsam sind wir an den Punkt gekommen, wo ich mit dem Teig ganz zufrieden bin und ja, wo ich den Teig quasi dann auf das Backblech tun werde und den dann ausdrücke. Ihr könnt ihn natürlich auch ausrollen, wenn ihr jetzt mit einer Rolle arbeiten wollt, aber ihr könnt ihn auch einfach nur ausdrücken. Obwohl wir danach auch in der Schüssel, und das ist das Schöne an diesem ganzen Arbeitsablauf, in der Schüssel werden wir dann auch die Streusel zubereiten. Das ist auch unser Blech jetzt und da verteilen wir jetzt den Teig, machen den so mit den Händen, ich sehe mal die Kamera ein bisschen besser. Mit den Händen breiten wir den ein bisschen aus, legen dann auf die bemehlte Fläche, machen ein bisschen Mehl drüber, richtig schön mit Liebe, drehen um, streichen den wieder aus, so dass er irgendwann dann das ganze Backblech voll mit Kuchen ist, also mit unserem Teig. Also wer schon mal gebacken hat, wird wissen, es gibt wenig erfüllendere und schönere Sachen als so einen schönen Kuchenteig auszubreiten oder generell mit Teig zu arbeiten. Wie ich schon gesagt habe, das ist so ein bisschen wie so ein Stressball. Ja, so weich und schön. Und sind wir eigentlich schon fast zu weit, dass der Kuchen überall aneckt. Und ist auch nur schlimm, wenn an der einen Stelle vielleicht mal ein bisschen dicker ist oder nicht ein bisschen dicker ist. Aber ja, könnt ihr für euch dann entscheiden. So, da ist jetzt unser Kuchen und da können wir schon mal in den Ofen einstellen. Also heizt den vor. Also ich nehme einen Pizzaofen, ihr könnt ganz normal einen Backofen nehmen. Ich stelle ein, Oberhitze 150 Grad, unten 175 Grad. Ihr könnt auch insgesamt 170 Grad auf dem Ofen oder 180 Grad auf dem Ofen machen. So, haben wir erstmal unseren Teig. Und jetzt machen wir die Streusel. So, und die Streusel funktionieren wie folgt. Wir tun alles, was wir jetzt noch haben, an Fett und an Zucker in eine Schüssel. Nämlich genau in die Schüssel, die wir auch gerade benutzt haben. Dann hacken wir noch grob 150 Gramm Datteln. Wer das nicht ganz so süß haben will, der kann das jetzt auch weglassen. Aus dem mag ich so verschiedene Konsistenzen dann noch in den Streuseln. Ihr könnt natürlich auch Nüsse noch in den Teig reinmachen. Also beim Backen gibt es ja unendliche Möglichkeiten. Dann kommt da drauf noch ungefähr 200 Gramm Mehl. So, und das mixen wir jetzt. Das muss ein Teig sein, der auf jeden Fall noch ein bisschen flüssig ist. Das ist dann sozusagen unsere, ist halt wichtig, dass wir einzelne Streusel abmachen können, also einzelne blub, blub, blub. So, dann kommen wir zum letzten Schritt, den belegen. Genau, und darauf verstreichen wir jetzt als erste Instanz quasi den Pudding. Deswegen ist auch wichtig, dass der Pudding relativ fest ist und nicht irgendwo drüber läuft. Gut, nach dem Pudding kommt dann unser Obst. Dann schön mit der flachen Hand ein bisschen eindrücken, dass sie dann auch Halt beim Schneiden haben vom Kuchen. Ja, und last but not least kommt natürlich dann die Streusel drauf. Das heißt, ihr habt den Streuselteig und den Streuselteig verteilt ihr sozusagen in ja, so eine Art Klumpen auf den Kuchen. Und das ist der Kuchen. Der kommt jetzt in den Ofen bei, der Ofen ist jetzt auch schon vorgeheizt, 45 Minuten bei 180 Grad. Sage ich einfach mal so, guckt mal rein, ne? Also wenn es da oben schwarz wird, ist es zu lang drin gewesen, aber das müsste ungefähr passen. Ja, bei mir kommt das rein,
bei 175 Unterhitze und 150 Oberhitze. Weil der Pizzaofen ist recht schmal und die Hitze von oben drückt ganz schön. Und deswegen kann ich da nicht ganz so, der ist nicht so ideal geeignet für einen Kuchen. So, 50 Minuten später schauen wir uns mal an, wie der Kuchen aussieht. Uiu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 i, der ist halt schön aufgegangen. So muss das sein. So, da ist das Meisterwerk. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ah, ist ein bisschen schon braun oben, ne? Muss ein bisschen aufpassen, aber so ist perfekt. Perfekt, das ist er. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie episch dieser Kuchen schmeckt. Richtig voll kräftig. Also das ist auch nicht so, dass du ein Stück isst und danach irgendwie total, ich brauche jetzt noch ein Stück und noch ein Stück, wieso sinnlos man oft so Kuchen isst, sondern hier isst du ein Stück und der ist vollwertig, der ist süß, der ist fruchtig und der ist einfach so befriedigend. Und da isst du ein Stück und dann denkst du, boah, geil, geil. Und dann hast du nicht dieses, oh, ich muss jetzt mehr, weil das ja alles nur Vollwertkost ist. Da ist ja nichts Extrahiertes dabei. Bis auf vielleicht mal mit Ausnahme der Maisstärke vielleicht. Also vom Mais ist ja die Stärke extrahiert worden. Aber ansonsten ist ja alles nur wirklich die absolute frisches Obst, knackige Samen und ja, Dinkel, das volle Korn mit allem drum und dran. Das heißt, da ist nichts irgendwie, was komisch ist von Körper, sondern das kennt der alles. Und ja, also dieser Kuchen ist das absolute Standardrezept für einen gesunden Kuchen für mich jetzt geworden. Einfach aus dem Grund, weil kein extraherer Zucker dran ist, keine Öle. Ich mag überhaupt nicht Öle, ich mag überhaupt nicht einfach Zucker. Und ja, von daher, ich hoffe, dir macht das genauso Spaß, wie mir den Teig zuzubereiten, auch mit den Händen in den Teig zu gehen und ja, einfach ein Stück Lebensqualität wieder für dich. Wenn du mal einen Kuchen irgendwo mitbringst, kannst du sagen, hier, das ist ein richtig geiler Kuchen. Und natürlich zu 100% pflanzlich, das ist natürlich auch für die meisten nicht unwichtig und für mich auch und deswegen, ja, feiere ich den Kuchen ohne Ende. Cool, und du? Mega. Mega? Ja. Ja, mega! Das ist das, was ich will. Mega! Und Max, wie schmeckt es dir? Sehr geil. Sehr geil. Man könnte denken, deine Eltern sind Bäcker. Ja! Schreib mir gerne in die Kommentare, was du von dem Kuchen hältst. Vielleicht auch Verbesserungsvorschläge, was man dann auch pimpen könnte. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du noch mehr tolle Rezepte haben möchtest.